Liebe Muslime, Anas, Rudwanallah alayhi, hat berichtet, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, keiner von euch ist vollständig in Iman, oder der Iman von einem von euch wird nicht vollkommen und nicht vollständig, bis man mich, das wird dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, bis man mich mehr liebt als den eigenen Sohn oder das Kind, den eigenen Vater und alle Leute. In einer anderen Version, dass man mich mehr liebt als die Familie, das Vermögen und alle Leute. Das heißt, wenn man sagt, ich liebe den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann muss man das bestätigen. Und diese Bestätigung heißt nicht, dass man Gedicht schreibt oder vorträgt, ich liebe den Propheten, oder dass man singt, oder dass man zusammensitzt und schreit, ich liebe den Propheten. Das ist nichts. Das hat mit der Liebe überhaupt nichts zu tun. Sondern die Liebe hat eine andere Definition in unserer Religion. Die höchste Liebe in unserer Religion, und das ist eine Grundlage für den Iman, eine Grundlage für unsere Religion überhaupt, die höchste Liebe ist die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und du musst alles tun, was Allah subhanahu wa ta'ala befohlen hat, und meiden, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns ein Zeichen, ein Maßstab gegeben, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala lieben. Und zwar Allah subhanahu wa ta'ala sagt, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ. Wenn ihr behauptet, dass ihr Allah liebt, folgt mir. So wird Allah euch lieben und eure Sünden verzeihen. Das heißt, wenn wir dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam richtig folgen, so haben wir bewiesen, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala lieben. Wenn wir das meiden, was Allah verboten hat, so bestätigen wir, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala lieben. Und das ist im Leben so. Wenn du etwas haben willst oder machen willst, tun willst, aber Allah sagt nein, du darfst das nicht, was wirst du wählen? Wenn du Allah richtig liebst, dann wirst du das wählen, was Allah gesagt hat. Und wenn du aber Allah nur mit Lippenbekenntnis liebst, dann wirst du deinen Interessen folgen und du machst das nicht, was Allah subhanahu wa ta'ala dir befohlen hat. Die Liebe zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist nach die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese Liebe zum Propheten hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns erklärt in diesem Hadith, dass du den Propheten mehr als alle Leute liebst, als dein Vermögen, als dein Vater, als deine Mutter. Was bedeutet das? Wenn dein Vater dir etwas sagt, was gegen die Religion ist, gegen die Sunna ist, dann darfst du nicht das machen, was dein Vater sagt, sondern du nimmst die Religion. Und die Gelehrten sagen, das ist so wie eine Abwägung. Das heißt, etwas, was in der Religion ist, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, und etwas, was du selber machen willst oder haben willst, was mit deinem Gelüst sozusagen zu vereinbaren ist, was wirst du wählen? Was willst du wählen hier? Deine Interesse und dein Gelüst und was du haben willst, deine Zuneigung oder das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam dir gesagt hat? Wenn du deine Zuneigung nimmst, und wenn du deinem Gelüst folgst, dann liebst du den Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht richtig. Umar radhiyallahu anhu sagte, o Gesandter Allahs, ich liebe dich mehr als alles außer mich selbst. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, keiner wird vollständig im Iman, bis er mich mehr als sich selber liebt. Dann sagte er, bei Allah, ich liebe dich mehr als mich selbst. Er hat ihm gesagt, jetzt Umar. Jetzt ist dein Iman richtig geworden. Das heißt, die Liebe zu unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns was befohlen, dann praktizieren wir das. Hat uns was verboten, dann meiden wir das.
Und die Liebe heißt, ich mache für meinen Liebling, was er will, was ihn sozusagen glücklich, was ihm glücklich macht. Und ich verlasse das, was ihm traurig macht und was er nicht mag. Und da müssen wir uns überlegen, wie lieben wir eigentlich den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ist unsere Liebe nur, wie die Leute denken, dass man singt und dass man sagt, ich liebe den Propheten, oder wenn man sagt, ich liebe den Islam, ich liebe die Religion? Du musst das bestätigen mit deinen Handlungen, mit deinen Taten. Und das ist kein Lippenbekenntnis. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg Islam festigen. Deshalb, lieber Muslim, du sollst wissen, den Propheten müssen wir lieben mehr als uns selbst. Warum? Weil wenn wir nach unseren Gelüstern, nach unseren Zuneigungen, nach unseren Interessen handeln werden, dann werden wir uns in die Hölle begeben. Aber wenn wir dem Propheten sallallahu alaihi wasallam folgen, dann begeben wir uns auf den Weg zum Paradies. Und deshalb müssen wir den Propheten sallallahu alaihi wasallam lieben, mehr als uns selbst. Und dies äußert sich, indem man das praktiziert, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam befohlen hat, und das meidet, was er verboten hat. Deshalb sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, alle kommen ins Paradies, außer diejenigen, die es ablehnen. Da hat man gesagt, wer lehnt es ab? Der sagte, diejenigen, die mir Gehorsamkeit leisten, kommen ins Paradies, und diejenigen, die das nicht tun, gehen in die Hölle. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg Islam festigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns verzeihen und vergeben.